Hallo Eintracht-Fans, ich habe hier kurz eine Zusammenfassung zusammengeschnitten, weil die Sprache vom Video nur auf fremdsprachig zu haben war. Am gestrigen Samstag, den 18. Juli 2023, ist es zum 5. Testspiel vom SCA Altach gegen Villarreal im Stadion Schnabelholz gekommen. Ich persönlich finde, dass sich unsere SCA-Jungs sehr gut geschlagen haben gegen die viel reicheren Spanier. Ein Spieler kostet dort doppelt so viel wie in Altach die ganze Mannschaft auf dem Transfermarkt. Auch die Tormänner von Altach haben ein paar richtig gute Bälle rausgeholt. Ein Elfer in der 9. Minute wurde uns vom Schiri auch weggenommen. Der Ballbesitz über das ganze Spiel war 35-65. In der 2. Hälfte waren die Altacher wesentlich stärker als in der 1. Aber es war kein Wunder, dass Villarreal 3 Tore geschossen hat mit so einer starken Mannschaft. Trotzdem musste sich der SCA Altach ganz sicher nicht verstecken mit seiner Leistung gegen die Spanier. Es gab starken Applaus für die Jungs aus Altach nach dem Spiel und das haben sie sich auch redlich verdient. Rheindorf Altach ist unsere Liebe. Schwarz und Wies. Schwarz und Wies. Schwarz und Wies, Wies, Wies. In 100 Jahren sind wir noch da. Wir waren immer zu dir da. Hier ist es schon zum Foul gekommen im Strafraum und der Schiri hätte sofort pfeifen müssen und natürlich auf den Elfmeterpunkt zeigen. Man könnte sogar eine rote Karte zeigen wegen Torraub. O passe, atenção aqui, pode aparecer o primeiro. Ainda Manu Trigueiros no cruzamento e vai aparecer Manu Trigueiros a olhar. Immer wieder sehr gute Leistungen von den Altach-Golis. Bravo, einfach spitze. Esteve no Las Palmas. Grande área. Chukwueze novamente. Gerard Moreno tentava a devolução para Chukwueze. É algo que para a repetição, agora sim. Não me parece, sinceramente, que haja abseits, kein fora de jogo algum. Em jogo, Samu Chukwueze. Vamos para o livre. Atenção a esta bola. Gera Moreno a direita, Chukwueze. Muito forte tecnicamente a ir para a jogada individual, Chukwueze. E falta. Esse é o ataque do Villarreal, Kiko. E... Chukwueze a caminhar para a grande área, ainda Chukwueze. Faz o passe, pode aparecer o primeiro e também acaba por defender bem. Ui, atenção, está... Irgendwann war dann der Druck zu groß auf das Altachter und es ist zum 1:0 in der 21. Minute durch Moreno gekommen. Vamos olhar para Gerard Moreno começar bem, digamos assim. Tapé de canto. A aparecer o cabeceamento de Gerard Moreno para esse 1-0. A poder sair para o ataque rápido. E Jeremy Pino para tentar chegar àquela bola e a conseguir mesmo chegar. Pode ir à procura do 2-0 o Villarreal. E acaba por tirar. Mais uma bola para a esquerda. Não passa então a titular. Olha, atenção aqui à velocidade do Chukwueze. Ainda Chukwueze a tentar fazer a assistência. Vai ser remate perigoso de Manu Trigueiros. Alberto Moreno queria. Santi Camessanha. Entregar na frente Chukwueze. E fecha. Bem a conseguir tirar a grande área. Há mais uma queda no Yu. Atenção ao remate de Yu que não passa. Ainda há assistência. Mais um remate para a defesa. Zwischendurch aber auch immer wieder sehr starkes Lebenszeichen von den Altachern. Bravo, aufgeben es nicht. Trigueiros. Grande passe de Trigueiros. Bola escapa propriamente, perdão. Ui, atenção aqui, muito bem jogado por Trigueiros. Pode ir para o 2-0. O Villarreal fica lado esquerdo. Trigueiros. A bola Alberto Moreno.
Geile Paraden von unserem SCL Aldach Goli. Einsame Spitze, was er da zeigt. Está o cruzamento para a grande área e o cabeceamento de Santos a sair por cima. Este ataque que teve, se formos precisos, zur Halbzeit steht es 0-1 zwischen Attach und Villarreal. Olhando aqui para o Villarreal, já vamos ver. Olha, atenção aqui a este passe. Era a próxima. Atenção a Álvaro Pedraza, já passou. Pode ir para o 2-0 o Villarreal. Mas depois acaba por. Olha, atenção aqui. Immer wieder auch starke Meldungen vom Haus her. Noch will er sich nicht geschlagen geben. Bravo, bravissimo. Pedraza, cruzamento de Pedraza ali para a zona. Cidade de Pedraza, ainda Pedraza já dentro da grande área, pode ir para o 2-0, Sarmat para esse 2-0 do Villarreal. Hier könnte man bei 0-2 fast glauben, sie sind erleichtert bei den Spaniern, das jetzt doch noch den Sack zu machen konnten in der 57. Minute durch Pedraza, so wie Aldach in der zweiten Hälfte Druck gemacht hat. Tentar ganhar nas alturas, olha a recuperação com Reiter. Lá está, mais uma vez, Capu, que também vai ser outro jogador que vai ser muito utilizado, garantidamente. Posso bola novamente para o Villarreal. Capu, Pedraça. A falta clara. Passou ao canto já cobrado. A bola pode sobrar para o remate e para o gol. Terraz Esparkos schießt dann noch in der 79. Minute 0-3 ein. Aber trotzdem haben die Aldacher stark gekämpft und diese Mannschaft wird uns Freude machen in der Bundesliga. Mein größter Respekt an euch ist CERA, Jungs. Terraz.